Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone Foxtails. Ich weiß, ich hätte das in der Aufnahmepause machen können, aber ich hatte gerade Vollbrand. Okay. Lass uns jetzt überlegen. Ich finde diese Idee, dass wir den da reinwerfen, gar nicht mal so schlecht. Das mache ich jetzt einfach mal. Was? Oh mein Gott. Hier. Oh mein Gott. Okay. Das war blöd von mir. Aber ich schaff das. Na, das war auch doof. Ja, gib her. Jawohl. Sauber. Es ist jetzt nicht wahr, oder? So, jetzt lande im Boot, ey. Uns haben wir beide ein Problem. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, ich habe jetzt erstmal zwei. Sehr schön. So. Ja, wunderbar. Sehr schön. Schöne Sache. Gut. Ich glaube, unser kleiner Freund muss jetzt erstmal hier runter. Erstmal hier was hoch oder runter? Ich glaube, wir nehmen erstmal hoch. Genau. Jetzt können wir den anderen nämlich da, dann da. Ja, super, super, super. Komm wieder rein. So, kleines Mädchen. Wünscht uns Glück. Ja. Oh, schöne Sache, schöne Sache. Da, ich brauche... Huchala! Ist gerade ein Dingens runtergefallen. Boah, den da jetzt so runterzukriegen, das wird schwer. Okay, wünsche uns Glück. Ja. Okay, super. Super, 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 super. Ja, 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 ja. Ja. Läuft. Müssen wir jetzt nach unten? Ich gedenke mal, ne?
Ja, wir müssen definitiv nach unten. Denn da kommen wir nicht so einfach lang. Das machst du aber ganz alleine, Fuchs. Das kannst du. Ich kann da nicht runter. Ich kann da nicht runter. Vielleicht müssen es beide versuch's einfach mal. Ja, beide mussten. Ich da lang? Ich denke nicht, ich muss erst hier, ich muss hier lang. Ach je. Holla. Ja, gib Stein her. Ich werfe, meine ich. Ach, das hat nicht ganz gereicht. Nochmal. Ach, ich weiß warum. Upsala. Habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst? Ah! Okay. Einmal versuche ich es noch hier zu werfen. Ah nein, ich muss da unten bleiben. Okay. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ach, scheiße. Mit. Ach, das ist aber auch immer hier eine Fummelei. Gut, so, jetzt nochmal runter, der Fuchs. So läuft das hier. Genau so und nicht anders. Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Was war das denn? Kahuting und ich kann nur sagen, mit Koti ist gegangen. Nick, Narbras Lorok, der Mann in Nexok. Aber in Nakpak in Nexok, Narbame. Supaya kasih dikit cok narramon negip lugu.
Schön. Ach, hab mich richtig erschrocken, ey. Na komm, weiter. Ilan Narik, Lismaruk, Nguyangit Parung, Awingakpak, Notar mit Xirisenjak Narat. Oh nö, warum müssen wir denn diese komische Maus töten? Als die beiden Brüder den See erreichten, sagte der eine Bruder zu dem anderen, steige in das Wasser, die Maus lebt irgendwo in dem See. Dort sitzt sie und beobachtet den See. Ach so, da sind wir. Wir kommen auch noch an. Können wir weiter paddeln hier? Oi, wir haben hier ein Problem. Was? Oh. Oh mein Gott, die beiden sind so Zucker, ne? Ach nee. Ui. Oh Gott. Was? Oh mein Gott. Ich hab einfach gefressen. Vielleicht nach oben? Hier kriegst du uns nicht. Ja, super. Na toll, jetzt muss ich wieder nach unten. Oh Gott. Gott, hier hat man richtig Panik, ey. Da musste ich gerade mal lachen. Tut mir leid. Oh. Schaffe ich es da durch? Warum kommt das Mädchen nicht mit hinterher? Oh. Muss jetzt zurück, muss den jetzt nach unten ziehen. Ja. Blödes Vieh. Okay, die frisst das andauernd. Wie mache ich das denn dann? Ich kann nämlich nicht springen. Oh. Wie mache ich das? Scheiße. Ach, ich weiß wie. Hochziehen. Ach, komm schon.
So, jetzt schnell nach unten, schnell wieder dahin. Und dann ganz schnell wieder nach unten ziehen. Während sie wirft, glaube ich. Ja, und? Jawohl. Ich habe das Gefühl, der frisst sie, wenn sie da jetzt rüberspringt. Ich weiß nicht, ich traue dem Vieh nicht. Na, siehst du, geht doch. Mal gucken. Oh, 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 oh. Komm rein, schnell. Und los. Ach toll, da gibt's ja nicht, ey. Hätte ich springen sollen. Wenigstens hat das immer einen richtig geilen Autosave, das Spiel. Der war gut. Der war ja richtig. Okay, zack, 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 zack. Ha, wenn sie jetzt springt. Jawohl, wusste ich's doch. Wenn sie jetzt springt. Hätte ich das Wasser vielleicht erstmal abmachen sollen? Also ab. Ach ja, komm. Ja, das Kind. Kommt hier nicht mehr drum herum. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll.
So. Jetzt lenkt er den wieder ab. Ich muss ab und zu ein bisschen ruhig sein. Aber wenn er den jetzt nämlich ablenkt, geht er nach da unten. Der war gut. Ach ja, jetzt muss ich erstmal wieder. Oh. Ja, komm, spring runter, Fuchs. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss es doch mal so versuchen. Ja, funktioniert trotzdem, alles klar. Da oben. Oh, da oben sitzt sie wieder. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich weiß halt jetzt nicht, wofür wir einen Stein brauchen, aber... Guck mal, was hier unser Freund sagt. Ah ja. Den ganz nach oben packen. Weil wenn ich den nicht ganz nach oben packe, dann hallo? Komm, das Vieh ist doch so klein. Verarsch mich jetzt nicht. Geht doch. Nein, nein, komm mit nach oben. Ein bisschen gefährlich, ne? Was macht denn der Fuchs jetzt da im Boot? Ah, hier muss man wieder hier rumschlängeln. Ha. Ah.
das ganze Ding jetzt hier einmal rumziehen. So, sie sitzt jetzt wieder da oben. Gut. Ich denke mal, dass ich das einigermaßen ganz gut gemacht habe. Könnte man mal nach oben gehen? Ich kann nämlich gar nichts sehen. Okay. Kann nicht sehen. Der muss jetzt hier wieder weg. Ja, gut, klar. Der muss jetzt wieder weg. Ich könnte den nach ganz hinten ziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Boah. Ach, mein Finger, ey. Das ist so. So mistig zu steuern. Ich komme mit dem Vieh jetzt gar nicht darunter, richtig. Weil ich es nicht sehen kann. Ja, und der schwimmt einfach wieder weg. Ich komme nicht runter. Bleib doch einfach mal da, ey. Wenn ich dich doch dahin ziehe, dann bleib doch einfach da. Okay. Sie geht da jetzt gar nicht mehr drauf ein, die Maus. Jetzt. Ha. Ach, komm, jetzt kann ich nämlich wieder nichts sehen, weil sie da oben sogar. Ich komme noch nicht mal mehr mit dem Fuchs jetzt raus. Foxtails. Ja, so, ich bin gerade noch mal gestorben. Ich blicke hier einfach nicht durch. Es kann wirklich sein, ich bin zu blöd. Das passiert euch. Kann passieren. Ich versuche das jetzt hier noch mal. Ich weiß, dass sie da sitzt. So. Ah, jetzt ist sie da. Okay, gut. Aber sie will dann unbedingt.
Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Okay, jetzt ist sie ein bisschen abgelenkt. Aber sie geht trotzdem nach oben. Ich weiß es nicht. Anguyak tit luting anguyal gurom tigut kekka awingak pak paminga. Oh, fuck. Oh Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ey. Anna Huding Asin Katagala Roman Uyang Nin Aglan Awingak Pak Kiviruk Imer Me. Oh, ich denke, es ist Ende. Wie süß. Kenyit lagin sulit teman nak kepalok ukak semarok. Dabrani awing ngakpak sisuruk kepalami narramun. Sekubin lepak lu kepalok teman nak. Uvona unipkak takna panigum ukoti isukangah. Ja, meine Lieben, das war Never Alone Fox Tales. War ganz süß. Das gibt es bei Steam für, ich glaube, 2-3 Euro. Auf jeden Fall ein süßes DLC. Ich fand es wirklich richtig schön. Vor allen Dingen den kleinen Fuchs wieder zu sehen mit seiner Freundin. Die Geschichte war ganz toll. Ist natürlich jetzt nicht allzu lange gegangen. Ich schneide das jetzt zur vorherigen Folge dazu. Werde jetzt auch gleich noch die anderen Filme zeigen. Ich weiß nicht, ob ich alle freigeschaltet habe. Mal sehen. Ja. An sich bin ich sehr zufrieden. Wir spulen das jetzt mal. So. Dann kann man natürlich auch zu zweit spielen. Ja, das weiß ich. Respekt für alle Dinge. Nö, ich habe... sorry, Leute. Ich habe
Nur eins freigeschaltet? Eine Zeit des Lebens, eine Geschichte von Eis und der Versorger habe ich nicht freigeschaltet. Warum nicht? Könnten das vielleicht diese komischen Eulen gewesen sein? Aber ich kam doch gar nicht an die heran. Naja, gut, ist was für euch, falls ihr euch das spürt, ihr wissen wollt, wie es da, was hier steht. Ich habe ja auch bei dem Hauptspiel ja auch nicht alles freigeschaltet. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt noch Respekt für alle Dinge und das war's dann. So to really reinforce a new pack of values, the things that our elders identify that's important to them, we really thought of respect for all things. Respect for the animals in particular in this case. And so we've added a prelude to the story, an experience with a little mouse is where Nuna and Fox, they forget to respect this little mouse. Something that my Uncle John just told us is that you only go after animals if you intend to use it for food. You don't play with it. You don't mess around with it or tease it. Even if it's all in fun. Well, once Nuna and Fox defeat the giant mouse, that's when they learn their lesson, where the mouse comes back to them, their little mouse, their friend. And this story, really, it's about respect for all things, respecting all animals all the time, never forgetting to respect them. And that's an essential Inupiaq value. It's one of the key things that our elders always talk about. Yeah. Und das sollte auch für uns gelten, ne? Respekt für alle Dinge, ja. So, es war wunderschön. Und ja, ihr könnt es ja dann selber spielen oder euch bei YouTube vielleicht gucken, ob ihr die anderen Filmchen findet. Ich verabschiede mich jetzt bei euch und bedanke mich fürs Zusehen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.